Hey, falls du das siehst, hast du entweder schon deine Vision true gemacht oder du brauchst mal wieder einen Arschtritt von mir, damit du deine Beine in die Hand nimmst und endlich mal dein Lebensziel erreichst. Bevor wir mit deiner Vision starten, möchte ich dir einfach noch was daran erinnern, warum du überhaupt das Ganze gestartet hast und warum es kein Zurück mehr gibt. Denk doch einfach mal nach, wie es früher war. Du hast deine kostbare Zeit, die du nur einmal im Leben hast, gegen Geld getauscht, gegen Papier, was täglich irgendwie Millionen Mal gedruckt wird. Und dann reicht dieses Geld nicht mal fürs Überleben. Denk doch noch mal darüber nach. Willst du das wirklich? Willst du das? Du hast 7 Tage die Woche manchmal gearbeitet, um Geld zu haben. Geld nicht zum Leben, sondern Geld zum Überleben. Denk darüber nach, dass. Nee. Jetzt denk nochmal darüber nach, du konntest dieses Geld nicht in dich investieren, wofür du eigentlich arbeitest. Du hast das Geld in andere Sachen investiert, damit du überhaupt überleben kannst, damit du überhaupt noch existieren darfst. Das macht doch gar keinen Sinn. Du konntest nicht für deine Weiterbildung zahlen, investieren und auch nicht in deinen Körper etwas stecken. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Deswegen bleib am Ball. So, und jetzt zum letzten Part. Du hast nicht für deine Träume gearbeitet. Nicht für deine. Nicht für deine Träume, die du dir mal geplant hast. Du hast für die Träume anderer gearbeitet. Und ist es wirklich das, was du wolltest? Ein Traum für jemand anderen zu arbeiten. Und nicht für deinen Traum. Dass du Leute hast, die für deinen Traum arbeiten. Das macht doch gar keinen Sinn. Und deswegen war das halt auch einfach nicht deine Bestimmung. Du musstest aus diesem Hamsterrad endlich ausbrechen. Und jetzt bist du hier. Mitten auf dem Weg. Es ist ein Prozess. Glaub an den Prozess. Er wird lange dauern, aber du wirst es schaffen. Hör auf mich. Falls du down bist, schau dir dieses Video an. Es ist sehr wichtig. Jetzt kommen wir mal zu deiner Vision. Du hast dir schon tausendmal ausgemalt, wie willst du denn überhaupt leben? Wie sieht denn dein Tagesablauf aus, wenn du deinen Traum erreichst oder auf dem Weg bist? Und ich habe mir jetzt schon die Gedanken gemacht und einfach mal aufgeschrieben, und verinnerlicht, was dein Traum eigentlich wirklich ist. Jetzt stell dir mal vor, einfach nur vorstellen, du stehst 6 Uhr morgens auf. 6 Uhr morgens, Beginn der Tag, am besten scheint noch schon die Sonne ein bisschen und du kriegst schon die ersten Sonnenstrahlen ab. Dann ziehst du dich um, gehst raus und gehst einfach in der Morgensonne joggen. Wie schön ist das denn, eine halbe Stunde, Stunde einfach joggen, einfach Kopf frei kriegen erstmal und wach werden. In der Morgensonne. Es gibt nichts Besseres, glaub mir. Danach gönnst du dir erstmal eine kalte Dusche, damit du einfach ready für den Tag bist, alles anpacken kannst und alles umsetzen kannst, was du dir vorgestellt hast. Und danach kochst du für dich was. Am frühen Morgen um 8, 9 kochst du dir was. Keine Ahnung, ein Omelett, irgendwas. Hauptsache, es ist gut für deinen Körper. Du kochst dir ein Omelett mit geilen Gewürzen und noch dazu Kartoffeln. Und dann hast du schon Energie für den Tag. Dann setzt du dich an deine Arbeit und Termine. Wichtig, vormittags und halt mittags, damit du den Nachmittag für dich haben kannst. Weil ich finde, den Nachmittag kann man am besten planen mit Freunden und Familie. Heißt, du hustelst an deinen Mittag komplett durch von 11 bis 14 Uhr. 10 bis 14 Uhr, hustelst durch und machst deine Träume wahr und ich glaube an dich. Dann verbringst du Zeit mit deiner Familie. Vielleicht schon bei deiner bestehenden Familie, mit Kind und Frau. Oder du besuchst einfach deine Eltern. Besuch deine Eltern. Wer hat dich auf diesem Weg unterstützt? Deine Eltern. Wer war immer für dich da? Deine Eltern. Also, unterstützt du sie, wenn du kannst. Und danach deine Lieblingsbeschäftigung, den Haushalt machen. Schön putzen, schön Wäsche waschen, einfach alles sauber machen, damit du dich wohlfühlst und einfach in einer schönen Umgebung arbeiten kannst. Ja, und dann kommen wir wieder dazu, zum Kochen. Aber diesmal kein Omelett oder so. Einfach was Geiles. Keine Ahnung, machst dein Lieblingsessen, Kartoffelgratin, einfach etwas, was für deinen Körper gut ist, was dir Energie gibt, wo du dich fühlst danach, du könntest alles anpacken und alles schaffen. Sehr wichtig. Nach dem Kochen gibt es natürlich Brainstorming. Das machst du jetzt schon ab und zu. Brainstorming. Einfach den Abend
eine halbe Stunde, Stunde einfach hinsetzen und denken, okay, was könnte ich noch machen? Was könnte ich schaffen? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Was kann ich machen? Was kann ich für wen machen? Oder was kann jemand für mich machen? Einfach brainstormen und aufschreiben. Schreib's in ein Buch. Schreib's in dieses Buch, was du hier hast. Da, wo du alles reingeschrieben hast. All deine Geheimnisse, alles. Lies darin und schreib es auf. Und den restlichen Abend kannst du für dich nehmen. Kannst dann ein Buch lesen, zocken, Musik machen, Musik hören, mit deiner Freundin chillen. Egal. Dann hast du Finito. Dann hast du Auszeit. Dann hast du Auszeit, die du dir verdient hast. Und gehst dann um 23 Uhr schlafen. Neben deinem Tagesablauf hast du natürlich auch Sachen, die du erreichen möchtest, die du haben möchtest. Und die erzähle ich dir jetzt, wenn du die nicht schon erreicht hast. Ganz simpel fangen wir an mit deinem Auto. Jetzt willst du erstmal einen Seat Ibiza. Okay, gönn ihn dir. Aber irgendwann willst du einen Cupra Leon. Und den wirst du kriegen. Den wirst du dir holen. Und dann kaufst du dir irgendwann mal ein Haus mit Garten, mit einem Pool, wo dein Hund rumrennen kann, wo deine Kinder spielen können, wo du mit deiner Frau, Freundin oder Mann, keine Ahnung, was irgendwann mal ist, einfach chillen kannst. Einfach dich hinlegen kannst und einfach sagen kannst, du hast es geschafft. Dafür hast du gearbeitet und dafür wirst du noch weiterhin arbeiten. Und zum Wichtigsten von dir, du liebst es zu reisen, du liebst es, andere Kulturen zu entdecken, du liebst es, andere Menschen kennenzulernen. Deswegen willst du auch 2 bis 3 Mal im Monat reisen. Das wirst du auch machen. Das ist die Vision, die ich für dich bereitgestellt habe. Mindestens 2 mal, 3 mal im Monat reisen. Zu tollen Reisezielen. Du wolltest schon immer nach Thailand. Du wolltest schon immer nach Australien. Du wolltest schon immer nach Indien. Da hinten hin. Einfach die Kultur entdecken, wie sie leben und wie sie zu Menschen sind. Weil dort wird Menschlichkeit größer geschrieben als hier. Jetzt stell dir mal vor, mach die Augen zu. Mach die Augen zu. Stell dir vor, du bist am Strand mit deiner Familie. Deine Kinder laufen am Strand, spüren den Sand, werfen gegenseitig hin, lachen. Richtig süß. Deine Frau mit dem neugeborenen Kind läuft mit dir Hand in Hand an diesen Strand. Mit Sonnenuntergang. Die Wellen sind ganz ruhig. Und man kann einfach den Sonnenuntergang auf dem Meeresspiegel sehen. Und du kannst in diesem Moment wirklich sagen, du hast es geschafft. Du hast es geschafft, du hast es bis hierhin geschafft und du kannst es noch weiterhin schaffen. Also, heb deine Scheißhacken im Beton und mach was aus dir. Natürlich, du hast ja noch ein anderes Business am Laufen. Neben dem Closing machst du ja auch noch dein Trading und dein Businessaufbau. Und das wirst du auch weiterhin machen. Du wirst dein Team aufbauen, du wirst für dein Team da sein, dein Team leiten, du wirst, keine Ahnung, für sie einfach ein Mentor sein, einfach ein Idol, ein Vorbild, du wirst für sie da sein. Und du wirst sie besser machen, als du es jemals sein könntest. Du willst, dass deine Fehler sie nicht wiederholen. Ja? Deswegen mach was aus dir. Mach was aus ihnen, weil deine Eltern immer für dich da waren, dich immer unterstützt haben, musst du sie auch unterstützen. Das heißt, dass du zu ihnen kommst und ihr Haushalt machst. Dass du ihnen ein Auto kaufst. Dein Dad wollte schon immer ein 3er BMW. Er hat dieses Auto geliebt und dann holst du ihm das einfach. Weißt du? Sei einfach für deinen Dad da und nimm ihm die Sorgen. Nimm ihnen die Geldsorgen. Nimm ihnen einfach diese Zukunftsängste. Du kannst es, deswegen mach es. Was ist denn schöner, als erfolgreich zu sein, nämlich seinen Erfolg zu teilen? Deswegen. Nimm deine Freunde mit, die wirklich für dich da waren, die immer für dich da waren. Schließ mit den Leuten ab, die nie für dich da waren, die auch nicht an dich geglaubt haben, keine Ahnung. Schließ mit denen ab, sei für deine Freunde da und versuch mit ihnen einfach den Weg zu gehen, dass du sagen kannst, ey, ich und meine Freunde und ich, wir haben es zusammen geschafft. Natürlich, du willst ja neben dem Verkaufen auch noch was anderes lernen, nämlich das Trading. Du möchtest natürlich ein Founder Trader werden. Du möchtest sagen können, ey, ich habe für eine Firma getradet, ich habe für Hedgefonds getradet und deswegen zieh durch und versuch einfach deinen ersten Founder Trading zu bestehen. Du möchtest natürlich eine Maschine werden, deswegen geh in den Gym, geh in den Gym, tritt dir in den Arsch, mach Sport, Alter. Schau dir mal diese Schwabbelarme an hier. Schau dir das mal an. Nix.
Du musst mal anfangen hier zu trainieren. Deswegen fang an. Fang endlich an. Und natürlich das Wichtigste von allen, dass du ein Vorbild bist. Wie möchtest du denn glücklich werden, wenn du nicht dich anschauen kannst und sagen kannst, ey, den hätte ich gerne früher gehabt, dass er mir geholfen hätte? Wie? Deswegen, sei ein Vorbild, sei immer aufrichtig und immer ehrlich. In diesem Sinne, das war's mit deiner Vision. Ich hoffe, du hast deine Ziele schon erreicht und wenn nicht, dass du jetzt endlich anfängst, Mann. Fang an und mach was aus dir.